Ja, Freunde, dann hänge ich, glaube ich, noch mal hinten ran. Also 19 Stunden war die Spielzeit und 77 Tode. Ihr habt euch 77 Tode von Sebastian angeguckt. So, falls es gerade ein bisschen neblig hier vor der Cam ist, ich rauche gerade eine, weil ich einfach nur die Alerts weiterlaufen lassen habe. Und ich dachte, das ist noch mal ganz interessant. 77 Tode. Ist schon ganz schön heftig in 19 Stunden. Kann man mal machen, wa? Spiel speichern kann ich auch noch mal schnell machen. Seid ihr halt noch mal kurz dabei. Dachte bloß, das wäre vielleicht noch mal ganz interessant. So, und dann müssten wir jetzt rauskommen. Titelbildschirm. Spiel vorbei. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Wie ein neues Spiel Plus. Und jetzt können wir Inhalte herunterladen. Wie gesagt, wir haben noch drei DLCs, glaube ich, war das, ne? Detektiv Julian Kidman finden Sie in der Dunkelheit des Dem wieder, wo Sie während Ihrer Mission mit Ruvik und Ihren eigenen persönlichen Dämonen konfrontiert wird. Okay. Julian Kidmans Geschichte geht weiter, während der Aufzug und ihre rebellische Art sie immer wieder, immer tiefer in den Albtraum von Ruviks Welt hineinzieht. Dringe als der Wächter in den Victoria-Anwesen ein und rette deine vermisste Tochter. Okay. Hört sich gut an. Modelansicht, was haben wir da noch? Ah, den habe ich gerade gewonnen. Kann ich den bewegen? Was ist denn nun passiert? Lichtprofil. Nein, wir wollten mal die Models. Ich will mal die Models gucken. Warum kann ich den nicht drehen? Vielleicht mache ich das doch als Zusatzfolge, ich weiß nicht. Drehen kann ich nicht. Ah, okay. Pfeiltasten, Kamera bewegen. Wupp, wupp. Drehen kann ich ihn gar nicht. Oder kann man so drehen, die? Warum kann ich den da nicht drehen? Ist doch voll doof. Okay, auswählen. Nein, zurück. Dann haben wir Julie Kidman. Okay. 1,75 groß ist er. 27 Jahre. Verwundet? Läuft ja fast rum wie ein Zombie. Joseph. Na ja, gut, der ist ja gestorben. Jetzt, den kann ich drehen. Warum kann ich den drehen? Die anderen nicht. Was ist eigentlich aus ihr geworden? Tatjana ist die Krankenschwester in der geschlossenen Station von Beacon Nervenklinik. Sie hat Dinge gesehen, die niemand jemals sehen sollte. So ist sie nicht nur emotional abgestumpft, sondern zählt für letztendlich eine der großen Preise. Was ist mit ihr eigentlich passiert? Sie ist verschwunden und dann war sie plötzlich auch im Spiel verschwunden. Irgendwie komisch. Leslie, kleine Miststrategie. Und war ja hier der Doktor. Warum kann ich die denn bewegen? Ist hier? Okay, und ein Zeichen. Finde ich gut. Laura Vinson? 17? Ach, die Schwester. Die Schwester erwartet. Okay. Olle Ruvik. Hübsch ist er, ne? Ruvik ohne Robe. Da hatten wir einen verbrannt. Gibt's noch mehr? Ja, man kann hier wieder nicht scrollen, wa? Ruvik ohne Robe. Da ist er. Wer ist denn Ditte? Ach so, als Kind. Okay. Komisch, jetzt kann ich alles mit Maus machen. Eben gar nichts. Als Kind vernarbt? Ja, okay, hübsch. Jugendlicher Rubik. Ah ja, das hatten wir ja auch gesehen in dieser Nachtshow, ne? Ja, die komischen Monster, okay. Diese Mistviecher. Den hasse ich. Das ist ein Kollege, den ich hasse. 10? Wo hatten wir den denn? Weiß ich gar nicht. Ja, okay, den habe ich ein paar Mal gesehen. Der Wächter? Hm, Mistviech.
Trauma. Oh ja, da hatten wir ja auch ein paar Probleme mit. Wache, das waren diese komischen Hunde. Da mal hier, Laura. Oh ja, die. Finde ich cool, wie die Haare so mitgehen. Schon cool. 3,10 Meter ist so groß. Hübsch. Ja, das war jetzt den wir noch hier hatten, diese komische Qualle da, wa? So, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich gerade mal so im Let's Play, in der letzten Folge, ihn roche. Eigentlich sagen, die habe ich mir mal verdient. Was war denn das für ein Monster? Okay. Ach, das mit den Augen war das, ne? Ja. Ah, ich erinnere mich. Kann ich mal ein bisschen... Ah, die Spinne, die uns da im Bus verfolgt hat. Cool. Dass man sich das hier alles nochmal angucken kann. Die ganze Scheiße, die man erlebt hat. Ach, wo war denn der? Wie ist das ja nicht mehr? Das war jetzt hier der Endboss, ne? Da ist ja Ruvik im Mund, ne? Ja. Achso, das war auch der... Hier saß Ruvik noch im Kopf. Okay, verstehe. Ruhelos. Das sind so die Zombies, wa? Ruhelos. B. Okay. Ruhelos C. Sieht schön aus. Finde ich gut. So, können wir weiter runter. Oh, gibt ja noch ganz viele Ruhelose. So, D. Ja, die sahen ganz vernünftig aus noch. Die mochte ich hier überhaupt nicht. Mit ihrer Blechmaske oder Porzellanmaske, die du nicht abschießen kannst. Und bei ihm bin ich auch froh, dass wir da gar nicht so viele hatten, ne? Ich weiß noch, wie ich den einen hier versucht habe, auf den Dings zu schießen und irgendwie nie getroffen habe. Sebastian hat nicht getroffen. Ich wollte, aber ja, Sebastian, das lief ja nicht bei ihm. Die Selbstmordattentäter, an die erinnere ich mich auch noch. Tiere? Ach, Kühe, Schweine waren dabei, okay. Messer. Okay, Granate. Das ist ja jetzt voll interessant. Schrotflinte. Mein Lieblingsgewehr. Automatische Pistole. Magnum. Hatten wir die automatische Pistole eigentlich gefunden? Da haben wir hier. Ja, die Armbrust. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, okay. Doppelläufer. Ja, Schrotflinten hatten wir genug. Die hatten wir nur nicht benutzt, denn, ne? Hochleistungsgewehr, das hatten wir auch nicht. Schade. Maschinengewehr hatten wir auch nicht. Wir haben viel verpasst. Wir müssen es nochmal spielen. Raketenwerfer habe ich gerade bekommen. Und Schlagring, okay. Escape. Haben wir noch was wir uns angucken können? Mitwirkende, das hatten wir ja. Option. Nö, mehr haben wir nicht. Ich mache das jetzt einfach so als Nebenfolge, als letzte so mit dran, ja? Weil sonst haben wir 40 Minuten, guckt eh keiner 40 Minuten, das wäre zu lang. Denke mal, mache ich da draus nochmal eine schöne Folge. Wen es interessiert, kann sich das angucken, wer nicht, der halt nicht, der hat Pech gehabt. Der hat das halbe Spiel verpasst. Ja, also demnächst geht es dann weiter mit diesen weiteren Inhalten. Inhalten? Bin ich gespannt. Wir spielen anscheinend Kidman, so wie ich das hier so verstehe. Aber ich glaube, Kidman spielt ein falsches Spiel. Auch im zweiten Teil, weil sie da ja scheiße freundlich war und so. Ich denke, die spielt generell ein falsches Spiel. Und ich vermute, es kommt noch ein dritter Teil und wir sind gar nicht... Wir sind nie mit unserer Tochter weggefahren. Nie. Also im zweiten Teil sind wir ja am Ende mit der Tochter weggefahren. Weiß nicht, wer das gesehen hat oder wer nicht. Ich meine, dann guckt euch den zweiten Teil an, war auch mega geil das Spiel. Sonst hätte ich den ersten Teil nicht gespielt. Weil mich der zweite Teil so geflasht hat, sind wir ja beim ersten Teil gelandet. Ja, also ich glaube immer noch, wir sind hängen im Stem fest. Wir kommen dann hier raus. Und ich hoffe, es kommt ein dritter Teil und der lehnt sich mehr an den zweiten Teil an. Ich muss sagen, der zweite Teil hat mir am Ende besser gefallen als der erste Teil, weil beim zweiten Teil konnte man eigentlich so ganz... locker durchgehen. Es gab zwar Momente, wo du auch öfter mal gestorben bist, aber hier beim ersten Teil
Manche Gegner fand ich ziemlich hart. Sehr hart. Auch wenn es Spaß gemacht hat, aber war viel anspruchsvoller als der zweite Teil. Na gut, ich will euch nicht weiter voll quatschen. Wir haben jetzt auch schon wieder 11 Minuten. Ich sage trotzdem mal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Und wir finden wieder ein schönes Spiel, was wir zusammen dann spielen können. So, bis dahin, tschüss und bye bye.